Das Aufbautraining ist nicht immer einfach, weil da ist für einen Athlet, wir sind gewöhnt, immer harte Sachen zu machen, immer Vollgas geben. Und da bist du ganz wieder auf dem Boden, muss an den Muskeln dran schaffen, die wir eigentlich nicht kennen. Die langsamen Muskeln, die kleinen Muskeln. Und das ist immer der schwere Teil von dem Aufbautraining. Das ist ja der härteste Teil, das ist ja der Teil, den die weiter, auch weiterbringen im Leben. Und das ist der Teil, wo die verletzungsfrei behalten. Mein, das Knieproblem, das ich hatte, hat 2013 angefangen. Ganz am Anfang 2013. Und das ist bis, kann man ehrlich sagen, bis zum, seit 6 Wochen ist das gegangen. Mein, das ist ein guter, wie viele Jahre ist das? 3 Jahre. Das heißt, man muss einfach Geduld haben, immer. Und glaube an die Leute, die sie zusammenarbeiten. Jetzt bin ich verletzungsfrei und ich freue mich sogar sehr auf die Saison. Mal schauen, was das alles bringt. Das Ziel ist, mal eigentlich unter 10 Sekunden zu laufen in dieser Saison und mich an den Olympischen Spielen behaupten.